Heute für euch Albus Dumbledores und Gellert Grindelwalds Herkunft und Beziehung zueinander erklärt. Das und mehr jetzt in diesem Video. Albus Dumbledore ist einer der größten Zauberer aller Zeiten, wenn nicht sogar der größte. Er ist die Verkörperung des weisen alten Mentors, der mächtiger ist als jeder andere. Viele wissen nicht, dass er als junger Mann eine starke Zuneigung zu Gellert Grindelwald hatte. Rowling sagte 2007 der Öffentlichkeit, dass Dumbledore schwul ist und dass seine Gefühle für Grindelwald mehr als nur Freundschaft waren. In diesem Video werde ich euch die gesamte Geschichte und Beziehung zwischen Dumbledore, dem mächtigsten Zauberer der Muggelgeborenen, und Grindelwald, einem der mächtigsten Tyrannen der Zaubererwelt, erklären. Fangen wir mit Dumbledore an. Er lebte mit seinen Eltern Kendra und Percival und mit seinem jüngeren Bruder Aberforth und seiner jüngeren Schwester Ariana zusammen. Ariana war die jüngste von allen und zauberte im Alter von 6 Jahren schon im Hinterhof. 3 Muggeljungen sahen sie dabei eines Tages und sprachen sie an. Als sie ihnen die Zauberei nicht zeigen konnte, gerieten die Jungen in Rage und griffen sie an. Der Vorfall hat sie für den Rest ihres Lebens gezeichnet und Aberforth beschrieb den Vorfall wie folgt. Es zerstörte sie, was sie taten. Sie war nie wieder normal. Sie wollte keine Zauberei mehr anwenden, aber sie konnte sie nicht loswerden. Es wandte sich nach innen und trieb sie in den Wahnsinn, es explodierte aus ihr heraus und sie konnte es nicht kontrollieren. Aus den fantastischen Tierwesenfilmen wissen wir ganz genau, was es mit Kindern macht, wenn sie schlechte Erfahrungen mit Zauberei haben und sie eigentlich gar kein Teil mehr davon sein wollen. Junge Zauberer und Hexen versuchten manchmal, ihre Magie zu unterdrücken, um Verfolgungen zu vermeiden, statt sich ihre Kräfte zunutze zu machen, um sie zu kontrollieren. Und dabei entwickeln sie das, was man ein Obscurus nennt. Rowling erklärte, dass sich ein Obscurus unter ganz bestimmten Bedingungen entwickelt, und zwar bei dem Trauma im Zusammenhang mit dem Gebrauch von Magie. Verinnerlichter Hass auf die eigene Magie und der bewusste Versuch, sie zu unterdrücken. Dies ist wahrscheinlich der Fall bei Ariana gewesen, die ihre magischen Fähigkeiten aufgrund des Traumas nicht mehr haben wollte. Dumbledores Vater Percival verfolgte die 3 Jungen, die seiner Tochter das angetan hatten, und der Vater tötete alle 3 Muggeljungen. Dies war ein ziemlicher Skandal und das Ministerium sperrte ihn für den Rest seines Lebens in Azkaban ein. Und er hat nie erklärt, warum er sie angegriffen hat, weil er das Ministerium kannte und wusste, was Ariana war. Sie wäre in St. Mungos Krankenhaus für Zauberer eingesperrt worden, weil sie eine Bedrohung für das internationale Geheimhaltungsstatut darstellte, weil Ariana jetzt so labil war. Er musste also dafür sorgen, dass sie in der Familie sicher und ruhig war und würde von da an jedem erzählen, dass Ariana normal krank war. Ihre Mutter Kendra würde den Rest ihres Lebens damit verbringen, Ariana ruhig und glücklich im Haus zu halten, damit sie keine weiteren explodierenden Ausbrüche oder Vorfälle haben würde. Als Ariana 14 Jahre alt war, hatte sie leider einen ihrer Wutausbrüche und ihre Mutter Kendra kam dabei beim tragischen Unfall ums Leben. Albus, der älteste der 3, war damals 18 Jahre alt und hatte nach seinem Abschluss in Hogwarts eine große Zukunft vor sich. Er hatte schon viel erreicht, dass man seine Auszeichnungen und Ehrungen gar nicht mehr zählen konnte. Er war im Begriff, mit seinem Freund, den er in Hogwarts kennengelernt hatte, Alpheus Dodge, nach Griechenland zu reisen. Aber kurz davor bekam er die Nachricht, dass seine Mutter gestorben war. Dumbledore musste nach Godric's Hollow zurückkehren, um sich um Aberforth und Ariana zu kümmern. Dumbledore war darüber nicht glücklich und sagte später, "Ich war begabt, ich war brillant, ich wollte entkommen, ich wollte glänzen, ich wollte Ruhm." Er sagte, er liebe seine Familie, aber er sei egoistisch und er kehrte in Wut und Bitterkeit in sein Dorf zurück. Er fühlte sich gefangen und ausgelaugt, aber seine Meinung über sein Zuhause änderte sich völlig, als der Neffe seiner Nachbarin Bathilda, Gellert Grindelwald, sie besuchen kam. Er besuchte Durmstrang, eine Zauberschule, die für ihre Toleranz gegenüber den dunklen Künsten bekannt war. Er war genauso brillant wie Dumbledore. Anstatt das zu tun, was Dumbledore tat, nämlich nach Auszeichnungen zu streben, widmete er sich anderen Dingen. Im Alter von 16 Jahren wurde er wegen seiner verdrehten Experimente und eines beinahe tödlichen Angriffs auf Schüler von Durmstrang verwiesen. Nach seinem Rauswurf reiste er für einige Monate ins Ausland, bis er beschloss, seine Großtante in Godric's Hollow zu besuchen. Bathilda Backshot empfahl Albus und Gellert, sich zu treffen, und sie machten sich sofort auf den Weg. Sie sagte, die Jungen hätten sich sofort sehr gut verstanden.
Die beiden Jungen verbrachten den ganzen Tag zusammen und selbst nachdem sie so viel Zeit miteinander verbracht hatten, schickten sie sich mitten in der Nacht Briefe. In einem Brief sagt Dumbledore, er würde sich nicht beschweren, dass Grindelwald aus Durmstrang rausgeworfen wurde, denn wenn er nicht rausgeworfen worden wäre, hätten sie sich nie getroffen. Aber warum kamen sie sich so schnell nahe? Es waren die Heiligtümer des Todes. Es war vor allem diese eine Sache, die sie zusammenbrachte. Clevere, arrogante Jungs mit einer gemeinsamen Besessenheit der Heiligtümer des Todes. Diese stammen aus der alten Geschichte über die drei Brüder, die vom Tod selbst drei Dinge erhielten. Den Elderstab, den mächtigsten Zauberstab, der je hergestellt wurde, den Stein der Auferstehung, ein Stein, der Menschen von den Toten zurückholen kann, und ein Unsichtbarkeitsumhang, den Harry später besitzen wird. Zusammen machen sie einen zum Meister des Todes. Grindelwalds ursprünglicher Grund, nach Godric's Hollow zu kommen, war, um zu sehen, wo der letzte der drei Brüder, Ignotus Peverell, verstorben war. Dumbledore und Grindelwald schmiedeten einen großen Plan, um eine Welt für das Allgemeinwohl zu schaffen. Grindelwald drängte Dumbledore viele Ideen auf, wie zum Beispiel, dass die Vorherrschaft der Zauberer zum Wohl der Muggel ist. Ein Brief, den Dumbledore an Grindelwald schrieb und in dem dies erörtert wurde, lautet wie folgt: Ja, uns ist Macht gegeben worden und ja, diese Macht gibt uns das Recht zu herrschen, aber sie gibt uns auch die Verantwortung über die Beherrschten. Wir müssen diesen Punkt betonen, er wird der Grundstein sein, auf dem wir aufbauen. Wir ergreifen die Kontrolle für das Allgemeinwohl. Das ist natürlich nicht der Dumbledore, den wir alle kennen. Er war ein Kämpfer für die Sicherheit der Muggel, der Kämpfer für die Aufrechterhaltung der Geheimhaltungspflicht, aber in diesem Brief schrieb er tatsächlich, dass er über die Muggel herrschen will. Er ist davon überzeugt, dass das alles dem Allgemeinwohl dient. Es gibt zwei Faktoren, die ihn meiner Meinung nach dazu gebracht haben, diesen Weg einzuschlagen. Ich glaube, er war von der Liebe geblendet. Seine Liebe zu Grindelwald ließ ihn einfach Dinge tun, die er normalerweise nicht getan hätte. Er wusste, was Grindelwald war und wie er operierte. Er wusste, dass Grindelwald kein guter Mensch war, aber die Liebe machte ihn blind für diese Tatsache und er beschloss, sie zu ignorieren. Der zweite Faktor ist etwas sachlicher, denn Dumbledore hatte eine große Schwäche. Ich glaube, dass seine Schwäche für das Verlangen nach Macht der zweite Faktor war, der ihn auf den dunklen Pfad mit Grindelwald brachte. Dumbledore sagte, dass Macht seine Schwäche und seine Versuchung war, und er lehnte das Amt des Zaubereiministers tatsächlich mehrfach ab, weil er gelernt hatte, dass er der Macht nicht trauen sollte. Er dachte, er wäre in Hogwarts sicherer. Wie auch immer, zurück zu den Fakten. Die beiden planten, ins Ausland zu gehen und Reden zu halten, um sich eine Anhängerschaft aufzubauen. Um das Herzstück ihrer Pläne waren die Heiligtümer des Todes, der Elderstab, die Waffe, die sie zur Macht führen würde, der Stein der Auferstehung und als letztes der Umhang. Dumbledore gab zu, dass sie nie wirklich darüber gesprochen hatten, weil sich beide auch ohne Umhang sehr gut verbergen konnten. Aber Dumbledore war der Meinung, dass der Umhang ein sehr gutes Mittel war, um Ariana zu verstecken. Aber das Hauptinteresse der beiden an dem Umhang war, dass sie ein Trio der Heiligtümer des Todes vervollständigten, was sie zu den Meistern des Todes machen würde. Er ignorierte seine Geschwister, weil er ihnen immer noch verübelte, dass sie ihn zurückhielten. Bevor Aberforth am Ende des Sommers nach Hogwarts zurückkehrte, stellte er Albus zur Rede und dieser sagte, er könne Ariana nicht mit auf die Reise nehmen, um eine Anhängerschaft aufzubauen. Weil Aberforth das nicht für gut empfand, ärgerte sich Grindelwald mit ihm und sagte zu Aberforth, er sei ein dummer kleiner Junge, der ihm und Albus Größe im Weg stehe und die Dinge gerieten außer Kontrolle. Beide, Aberforth und Grindelwald, zogen ihre Zauberstäbe. Grindelwald setzte den Cruciatus-Fluch auf Aberforth ein. Albus versuchte sie aufzuhalten und dann duellierten sich alle drei und Ariana geriet ins Kreuzfeuer. Aberforth sagte, dass sie helfen wollte, aber sie wusste nicht, was sie tat. Das pure Chaos brach aus. Dumbledore schoss einen Zauberspruch, Grindelwald schoss einen Zauberspruch und Aberforth schoss einen Zauberspruch. Ariana stand in der Ecke und wollte helfen, aber sie wusste einfach nicht, was sie tun sollte. Ariana starb schließlich, aber sie wussten nicht genau, wer es war. Grindelwald ging zurück zum Haus seiner Tante Bathilda und sie sagte, er sehe verzweifelt aus. Er sagte ihr, er wolle am nächsten Morgen abreisen, also bereitete sie den Portschlüssel vor, damit sie ihren Neffen nie wieder sehen würde. Er verschwand mit seinen Plänen zur Machtergreifung und seinem Traum von den Heiligtümern des Todes. Träume, zu denen Dumbledore ihn ermutigt und bei deren Verwirklichung er geholfen hatte, während Dumbledore zurückblieb, um seine Schwester zu beerdigen. Dumbledore würde für immer die Schuld tragen, dass er derjenige gewesen sein könnte, der den Fluch aussprach, der seine kleine Schwester tötete, und er musste lernen, mit seiner Schuld zu leben. Der schreckliche Kummer war der Preis für seine Schande und ihr Tod hat ihn für den Rest seines Lebens gezeichnet.
Dies wird in einem Gespräch zwischen Harry und Aberforth viele Jahre später ganz deutlich. Albus war frei, zwar nicht frei von der Last seiner Schwester, aber frei von dem Wunsch, der größte Zauberer der Welt zu werden und mit Grindelwald zu arbeiten. Grindelwald machte sich Dumbledores Slogan für das höhere Wohl zu eigen. Er kam schließlich in den Besitz des Elderstabs, eines der Heiligtümer des Todes, von dem Dumbledore immer geträumt hatte. Die Leute sagten immer, dass Grindelwald Dumbledore fürchtete, und genauso natürlich andersrum, aber Dumbledore fürchtete die Wahrheit über Grindelwalds Gesundheit mehr. Grindelwald wurde zu dieser Zeit der mächtigste magische Tyrann aller Zeiten. Grindelwald dehnte seinen Feldzug nie auf Großbritannien aus, möglicherweise weil er fürchtete, was Dumbledore tun würde. Grindelwald zögerte es etwa 5 Jahre lang hinaus, denn Dumbledore wollte dem Mann, den er einst liebte, nicht gegenüberstehen müssen. Dumbledore zögerte die Begegnung mit ihm so lange hinaus, bis es zu beschämt gewesen wäre, weiter zu widerstehen. Rita Kimcorn beschrieb es so, dass sie letztendlich dieses legendäre Duell hatten und es für viele das größte Zaubererduell aller Zeiten war. Dumbledore hatte Grindelwald endlich besiegt und ihn in die Knie gezwungen. Er war nun der Besitzer des Elderstabs. Grindelwald wurde in das Gefängnis Nomengard, das er selber gebaut hatte, gesperrt. Viele Jahre vergingen und Voldemort kam zu Grindelwald und suchte den Elderstab, aber Grindelwald weigerte sich, ihm etwas zu sagen, und Voldemort tötete ihn auf der Stelle. Es heißt, Grindelwald habe in den letzten Jahren allein in seiner Zelle in Nurmengard Reue gezeigt. Ich hoffe, das ist wahr. Vielleicht war die Lüge gegenüber Voldemort sein Versuch, Wiedergutmachung zu leisten, um Voldemort daran zu hindern, den Elderstab zu nehmen, oder vielleicht der Versuch, Dumbledore in seinem Grab in Frieden ruhen zu lassen. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.